Ja, Leute, jetzt kommen zu einem Tag. Ja, das seht ihr mir bei mir jetzt eigentlich nicht so oft. Aber der liebe Dayan hat mich getaggt. A.K.A. Hier der Ego-Tag-Tag. Ja, ich mache den Tag jetzt einfach. Und es ist einfach nur so ein kleines Zwischenvideo, weil kostet ja nicht viel Aufwand und so. Frage 1. Normales Minecraft-PvP, Survival-Games oder ist du PvP-Hardcore-Game? Also Survival-Games kotzt mich halt zurzeit ein bisschen an, wegen den ganzen Leuten, die mich kennen und so. Die dann halt targeten müssen, nötig haben und so. So PvP ist eigentlich auch ganz geil, aber da lägen die Server immer, dass ich gekickt werde. Also Survival Games. Welche Musik ist die beste zum Zocken? Beispiel Rap oder Elektro? Also ich höre eigentlich meistens unterm Zocken so Rap, also Kollege, Farid Bang nicht. Also Kollege und Genetik und so ein bisschen die Reihe da so halt, ne? Ja, Elektro höre ich eigentlich fast nie so. Also habe ich früher mal gehört, aber jetzt irgendwie nur noch Rap. Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Ich habe früher im Freibad immer, haben wir immer Yu-Gi-Oh! Gespielt. Pokémon eher nicht so, ich habe zwar Pokémon gespielt. Ich habe irgendwie immer noch Perl-Edition für den DS. Und Blattgrüne und Smaragd und alles. Habe ich noch alle und es war voll geil und so. Also Pokémon ist echt die Kindheit und das war echt so geil. Aber ja, ich habe beides. Es ist schwer zu entscheiden. Ich sage einfach Pokémon. Zelda oder Mario? Ich habe selber jetzt von Mario Spiele. Aber Zelda hatte, weiß ich nicht, ich habe sie gerade nirgends. Auf jeden Fall Zelda. Wind Waker war es nicht. Ich habe mal irgendein Zelda gespielt vor kurzem erst. Das habe ich mir für die Wii geholt. Da, wo man so mit dem Knüppel da so selber steuern könnte und so. Das war auf jeden Fall richtig geil. Habe ich durchgespielt. Ja, also dann eigentlich für Zelda. Mario ist aber auch geil. Gamer-Laptop oder Tower-PC? Da ich nicht weiß, was ein Tower-PC ist, also wenn es so ein ist, wo ich jetzt habe, so ein Stand-PC, Gamer-PC so, würde ich den nehmen, ansonsten Gamer-Laptop. Wann bist du zu Minecraft gekommen? Version? Ich glaube, ich spiele schon seit der 1.2.5, glaube ich. Ich weiß nicht, 1.2.5 war auf jeden Fall die Version, da wo ich mal auf dem Server gespielt habe. Der Server hieß royalcraft.de, den glaube ich gibt es aber nicht mehr. Kann sein, dass es den noch gibt, vielleicht kommt er auch bald wieder, hat der Typ mir in Real Life gesagt und so. Aber ich glaube, den wird es nicht mehr geben. Und wie bin ich dazu gekommen? Und zwar hat einfach mal so ein Real Life-Freund von mir zum Fußballtraining, hat er mir einfach so ein USB-Stick mitgenommen und hat gesagt, ey, da ist schon Spiel drauf, das sollst du mal probieren. Dann dachte ich mir so, ja, okay, natürlich cracked. Also cracked auch Multiplayer und so. Also ich weiß nicht, wie der Typ hieß, der es gemacht hat, aber auf jeden Fall cracked. Ja, und dann war das, da hieß ich Fabi 23 oder so. Und bin da immer durch die Gegend gegammelt. Das war noch kein Survival Games, da war ich gar nicht Survival Games, da war ich auf Bauen aus, aber auch ein bisschen auf Krieg, weil man, der Server, da hat man so eine Stadt und da kann man sich immer bekriegen. Das war eigentlich richtig geil so. Und ja. Dann nächste Frage, Frage 7. Lieblings-YouTuber neben Sirero. Sirero HD. ich kenne ihn nicht. nee, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich kann jetzt da strikt keins sagen. Ich kann euch einfach mal in die Abo-Box, genau. In die Videobeschreibung packen, wen ich alles abonniert habe und dann könnt ihr da so gucken und so. Qualität oder Quantität auf deine Videos bezogen? Qualität auf jeden Fall, weil wenn man jetzt so ein Bild hat, das Ganze verflackert, kann man sich irgendwie nicht angucken, finde ich. Hatte ich ja früher, jetzt aber nicht mehr. Hintergrundmusik bei YouTube-Videos oder nicht? Also kommt jetzt ganz drauf an, also bei Minecraft, Survival Games 2 würde ich schon Hintergrundmusik nehmen, mache ich ja selber auch. Aber bei zum Beispiel Battlefield oder COD, wo es um Schießen geht, eher nicht so. Also kommt aufs Spiel an. Und dann letzte Frage. Was ist dir wichtiger? Abos oder Views? eigentlich Views, weil es bringt ja nichts, wenn du dir zum Beispiel jetzt 10.000 Abos bottest oder keine Ahnung, wie du die schaffst, aber dann halt 100 Aufrufe hast. Also so ist es auch bei manchen Leuten. Bei, halt ist es halt so, die muss ich dann Abos botten und dann nur 10 Aufrufe oder so. Okay, so krass nicht, aber ist halt so, ne, also das finde ich eher dann nicht so.
Aufgabe, tagge zwei weitere Leute und zwinge sie dazu, diesen Tag zu machen. Da ich jetzt gerade nicht weiß, wen ich taggen solle, ich tagge einfach mal den Lumetee-Stick. Der ist ganz super. Und dann tagge ich noch Crafting Pad, einfach so, weil ich gerade meine Abo-Box geguckt habe und da ist er drin. Ja, Crafting Pad und Loom, ich hoffe, ihr macht den Tag. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch der Tag gefallen hat und ihr noch mehr solche Tags haben wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ist jetzt nur so ein Zwischenvideo und falls ihr es gemerkt habt, es ist am Samstag sind 2 Videos gekommen und heute sind sogar 3 gekommen oder vielleicht kommt noch eins. Also das seht ihr nochmal am Sonntag. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, was ich noch verbessern könnte und so. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!